Zum Mittwochsimpuls. Heute wieder aus Dilbrecht. Ich bin Pfarrer Hartmut Eglinski. Im Nachgang zu Ostern möchte ich am liebsten nicht nur rufen, sondern auch die Antwort hören. Ich möchte am liebsten rufen, der Herr ist auferstanden. Und noch lieber Ihre Antwort jetzt hören. Ich liebe das im Ostergottesdienst morgens um 6 Uhr in der Stille. Wie es dann zurückschallt, der Herr ist auferstanden. Oder um 10.30 Uhr unserem Gottesdienst mit Band, wo die versammelte Gemeinde mit ganzer Kraft laut Open Air für alle zu hören zurückgerufen hat, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Ja, das passt doch noch sehr zu dem Wochenspruch. Er steht im 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, in meinen eigenen Worten, um diese Worte ein bisschen für mich auch in den Kopf zu bekommen, habe ich es frei umformuliert, leicht umformuliert. Gott sei Dank. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat Erbarmen mit uns. Er hat so viel Erbarmen mit uns, dass er uns von Neuem geboren hat, damit unsere Hoffnung lebendig bleibt, die gegründet ist in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich habe bei dem Thema Beerdigungsriten eine starke Sympathie mit dem Theologen Jürgen Moltmann. Der hat im Alter von 89 Jahren einmal gesagt, Angst ist eine Vorwegnahme des Terrors, Hoffnung ist eine Vorwegnahme der Freude. Angst ist eine Vorwegnahme des Terrors, Hoffnung ist eine Vorwegnahme der Freude. Sein theologischer Klassiker war die Theologie der Hoffnung. Ja, und so hat er das mit 89 Jahren in wenigen Worten zusammengefasst. Und er findet das genauso sympathisch wie ich, wie in schwarzafrikanischer Tradition in den USA, die traditionell zumindest die Leichenumzüge gehalten wurde. Es wurde anfangs immer sehr ruhige, nachdenkliche, melancholische, ja traurige Musik, auch Jazzmusik gespielt. Und aber danach, nach der Beerdigung, dann wurde an einem bestimmten Punkt die Musik gewechselt. Und es wurden fröhliche Loblieder, Anbetungslieder gespielt, die Hoffnung ausgestrahlt haben. Hoffnung auf Ewigkeit. Ja, und das, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, so wie Petrus es schreibt. Auferstanden ist nicht nur für mich, nicht nur für mein persönliches Seelenheil oder für meine Ewigkeit. Nein, nicht nur für mich und für dich, sondern für die ganze Welt. Das heißt, diese lebendige Hoffnung, die gehört hinein in unsere Welt, in diese Welt, die zurzeit so wieder mal so deutlich, so friedlos ist. Und das Erstaunliche ist, Jürgen Moltmann, ähnlich wie ich, ist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo über Fragen des Glaubens eher nicht so viel geredet wurde. Und er hat sich auch in seiner Schulzeit nie wirklich so viel Gedanken über Jesus Christus und den Glauben gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als im Juli 1943 die Stadt Hamburg, in der er als Gymnasiast gelebt hat, von britischen Bombern in der Operation Gomorra übersät worden ist mit Bomben, um dort einen Feuersturm
zu erreichen, um die Stadt fast so wie Gomorra auszulöschen. Und da lag er nun mit seiner Schulklasse in der Alsterbatterie bei den Flaks und sie wurden ebenfalls mit Bomben eingedeckt. Sein Freund neben ihm wurde zerrissen von einer Bombe. Er wurde verschont. Und in dieser Nacht hat er sich zum ersten Mal gefragt, wo ist Gott? Und die Frage war nicht, warum lässt Gott das zu, sondern seine Frage war, wo ist Gott? Und mein Gedanke dazu, wo ist Gott? Wenn er also doch in mir lebt und in mir eine lebendige Hoffnung erweckt hat, dann ist diese Hoffnung ja nicht nur für mich, sondern soll hinein in diese Welt. Also, wo ist Gott? Dann wartet Christus bei den Armen und Schwachen, bei den Menschen, die von Gewalt bedroht werden. Dort wartet er auf mich, auf uns, auf unser Erbarmen, das sich, das Gott in seinem Sohn gezeigt hat für uns Menschen und uns wiedergeboren hat. Das heißt, unser Herz umgekrempelt hat, uns ein neues Herz gegeben hat, nicht ein steinernes Herz, das wir vorher hatten, sondern ein fleischernes Herz. Ein Herz, das mitfühlt, das Erbarmen und Barmherzigkeit empfängt und Erbarmen und Barmherzigkeit weitergibt. Und das stimmt mich hoffnungsvoll und fröhlich. Hoffnung, dass es mit Gott und seinem Weg mit dieser Welt eben noch nicht zu Ende ist. Hoffnungsvoll, so wie auch die Losung am Sonntag quasi Modi Geniti gewesen ist. Habakuk 3, Vers 18 hieß es, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Der Gott, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld, der hat auch für dich und für mich und für die ganze Welt seine Wege des Heils, des Friedens und der Freude. Amen.